Klimaanlagenproblem Renault Kangoo 2003. Da kann die Klimaanlage nicht auslesen, da kann die Klimaanlage nicht ansprechen. Jetzt haben wir den Schalter überall zerlegt, geguckt, keine kalten Lötstellen. Da ist alles soweit okay. Sicherung sind hier unten die beiden. Die haben wir schon hin und her getauscht und auch schon geguckt. Alles soweit in Ordnung. Und hier vorne ist das Relais. Wenn man das ansteuert, dann geht der Lüfter an. Und wenn man jetzt ein Kabel rüberlegt, von hier auf den Klimakompressor, dann geht der auch an. Der wurde gestern erst befüllt, weil wir dachten, okay, vielleicht ist er leer. Der Druckschalter ist auch schon neu gemacht. Hier unten der Druckschalter. Und der kriegt die Klima nicht an. Weiß jemand, was das sein kann? Das Steuergerät innen wurde, also die Schaltplatine drin, wurde schon mal getauscht. Der wurde neu gemacht und neu befüllt. Und dann, wenn alle Relais und alle Sicherungen drin sind, dann müsste der laufen und er läuft nicht. Also wenn jemand was weiß, gerne melden.